So, und wir gehen jetzt mit einer neuen Runde auf Endless Life. Ich muss euch gleich schon mal sagen, ich habe leider dieses Mal Pech, doppeltes Pech. Wir haben aktuell mehrere Nachteile. Wir haben gerade einmal das Problem, dass wir keine Party mit Link haben. Und zusätzlich haben wir aktuell leider auch noch das Problem, warte mal, kurz, war das Skill? Hier. Dass wir, Exit-Lag funktioniert aktuell wieder nicht. Ich muss sagen, ich bin von dieser Software echt, ich war am Anfang relativ begeistert und habe es echt krass gefunden, wie sowas möglich ist und so. Mittlerweile ist es allerdings so, dass ich überhaupt nicht mehr begeistert bin davon, denn man zahlt ja wirklich viel Geld, 9 Euro im Monat ist wirklich sehr viel Geld, nur für einen besseren Ping und auch nicht mal für, also es ist schon viel besser der Ping und so, klar, prozentual gesehen schon, aber effektiv sprechen wir jetzt so von vielleicht 100 Millisekunden besser, vielleicht 110 Millisekunden, wenn es ganz gut läuft. Allerdings funktioniert dieser Service halt sehr oft einfach nicht. Und oder eben die Amti ist genervt. Hey, 90% statt 150. Okay. Und ja, das hat wirklich schon Party auf den Löffel. Das ist natürlich schon echt ein enormer Nachteil und auch echt ein enormes Ärgernis. Und effektiv, du zahlst dir Geld dafür und die Website funktioniert, also der Service, dieses Rerouting funktioniert teilweise einfach nicht. Hä? Jetzt geht's. Okay, genau. Also das ist leider, wie gesagt, echt ein großes Thema. Und es ist die Party auch auf Level. Och, come on. Das gibt's doch nicht. So, gib mir noch eine Party auf Contribution. Ist doch schlimm. 4 von 8? Auch auf Level. Das gibt es doch nicht. Warte mal, macht das hier vielleicht nichts aus oder was? Lass mal kurz schnell schauen. Wir haben hier aktuell 9,91%. 11,9. Okay, es waren 2% für einen Mob. Gehen wir nochmal die rein. 2% für einen Mob. So, mal schauen. Nee. Oder? Naja, es bringt uns keinen Vorteil. Das waren es effektiv auch. Nee, es bringt sogar einen Nachteil. Es bringt uns, ja, wie erwartet, bringt es uns einen Nachteil. Warum haben die denn die... Ich verstehe das nicht. Ja, okay, 121 denkt sich so, ja, ich brauch's nicht mehr, also... Ja, toll. Der Forgotten Pussy hat uns gerettet. Geil. Da ist er. Okay. Ja, vielleicht klappt das einigermaßen. 14, okay, das waren es 3% für einen Mob ungefähr. Also der Unterschied ist halt wirklich nicht sonderlich groß, leider. Schwierige Sache. Naja gut, Amtis laufen im Händen, der Ringmaster ist egal, der muss nicht mitleveln. Ich glaube, ja, vielleicht, oder, nee, eigentlich, ich meine, ich brauche den, glaube ich, nicht. Also es gibt halt irgendwie kaum Dungeons. Es ist halt sehr, sehr, sehr oldschool. Das heißt, man verbringt einfach sehr viel Zeit mit Farmen, mit GW, mit Gicken und halt nicht so viel mit dem ganzen anderen Zeug wie 500 Dungeons farmen und so. Was auch nicht uninteressant ist, wie ich finde. Es hat auf alle Fälle was, aber man muss halt dann schon ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen Geduld vor allen Dingen auch, ja, Geduld in unserer heutigen Zeit. Ganz schwierige Sache. Und ja, aber ansonsten muss ich sagen, die Idee ist eigentlich nett. Ich persönlich hätte es ein bisschen anders umgesetzt. Aber wie ich schon mehrmals erwähnt habe und so, ich weiß, also ich sehe es ja auch an den Views und so und generell weiß auch eben von ein paar Leuten, die dann schon hier spielen. Es gibt halt, wie gesagt, schon diesen Markt, diese Leute, die das einfach spielen und die es halt richtig, richtig feiern. Und insofern, ich meine, solange es einen Markt für irgendwas gibt, ist es halt ein Grund, sowas zu betreiben. Deswegen, oder es halt einfach so zu betreiben, wie man es betreibt. Und von dem her, why not?
Genau. Ja, ich muss nur mal schauen, wie gesagt, also das Ping-Thema und so, das macht mich halt echt schon auch ein bisschen, schon ein bisschen blöd irgendwie. Also, aber man kann es auch nicht ändern, das ist gerade das Problem. Die müssten halt irgendwie einen Server anmieten in Europa. Aber, Waffen, nice. Aber ich denke halt nicht, dass die das machen werden, halt nur für mich oder nur für uns. Also, ich meine, für uns vielleicht schon, aber das Problem ist halt, es ist immer so ein bisschen Henne-Ei-Effekt. Okay, jetzt droppen wir ganz gut. Denn das Problem ist, natürlich, klar, ja, logisch, wenn genug Leute da sind, dann lohnt sich so ein Server natürlich schon. Das Problem ist allerdings, es sind nicht genug Leute da, weil die Spieler halt nicht spielen können. Das heißt, ja, Henne-Ei-Problem. Das eine kommt nicht, weil das andere nicht da ist. Und das andere ist nicht da, weil das andere nicht kommt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen die Problematik einfach. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine Sache. Also ich rede mit denen nochmal und ich versuche nochmal mein Bestes, dass die vielleicht irgendwie trotzdem einen neuen Cluster aufmachen oder so. Das wäre natürlich am besten, das wäre natürlich für alle Beteiligten ideal. Aber ja, ich meine, die müssen halt im Monat locker 70 Euro einnehmen. Minimum. Nur um ins Break-Even zu kommen. Und ja, ich glaube halt schon, dass es halt echt. Also, ich schlage es denen mal vor. Ich biete ihnen auch ein bisschen meine Hilfe an und so. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich denen irgendwas vermitteln oder so. Aber ja, ich meine, effektiv vermute ich aber, dass die Chance darauf relativ klein ist. Und ja. Also, sie haben schon gesagt, dass die von ihrer Seite was ausändern wollen. Vielleicht einfach schauen, dass die ein besseres Routing bekommen und so weiter. Das wäre auch ziemlich wichtig. Natürlich ist das nicht so einfach. Und ich denke auch mal, dass es dann auch wieder mit anderen Nachteilen einhergeht. Natürlich, dein Haus, der kann schon ein bisschen was machen. Aber da muss man eben schauen. Und genau. Ich war gerade übrigens vorher schon bei dem Mammut. Die Mammuts sind allerdings 115. Also ich weiß nicht, wo und wie ich dann leveln soll jetzt zugleich. Aber ja, Mammuts sind zu hoch. Ist die plus 0? Ja. Deswegen keine Ahnung. Irgendwie muss man leveln, klar. Aber ich habe keinen Plan, keinen blassen Schimmer, wo das ist. Und da muss ich sagen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, müssen wir mal schauen. 14%. Also die XP sind ja wirklich immer super. Man levelt ja wirklich, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt gleich Level 100 erreicht. Das ist nicht schlecht. 16,59. Ich bin übrigens auch mal ein bisschen früher da und so, aber ich habe leider wieder kein Glück, dass ich hier irgendwie einen aus der Gilde erwische. Ich weiß nicht, ob ich zu früh bin, zu früh und zu spät. Irgendwie ist da halt immer so ein bisschen, ja, so ein Wurm drin. Und ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich auch in eine andere Gilde reingehen. Das Problem ist halt, dass das halt so der aktuelle, eigentlich die aktuell beste Gilde ist für mich. Sind eben sehr viele Amis drin und so. Und ja. Schwer zu sagen. Wir bräuchten einfach eine deutsche Gilde. Das ist halt das Problem. Und ja, aber wie kriegen wir die halt? Auch das ist halt das Henne-Ei-Problem. Klar, ich kann deutsche Gilde machen und so, aber ich glaube halt nicht, dass ich da wirklich viel Glück haben werde. Das heißt, also ich habe versucht, irgendwie Freunde ranzukriegen und zu sagen, so, hey, kommt mal her und so, zockt mal hier entspannt und so, aber schwierige Sache, schwierige, schwierige Sache. Aber gut, ich überlege gerade, welche Mobs man sonst noch killen könnte. Warte mal, das sind jetzt 103, anders sind 115. Das ist ein Unterschied von 12 Leveln. Muss ich hier vielleicht bis 103 leveln und dann bei den Mammuts?
meine, die XP sind hoch und so, also jetzt nicht so ein, so eine Dramatik. Das klappt schon. Aber trotzdem, Ja, ansonsten, wir könnten halt auch in der Wüste leveln, in der toten Wüste. Heißt die tote Wüste? Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Dead Wilderness? Klingt halt irgendwie so wie tote Wüste. Keine Ahnung. Ja, muss mal schauen. Das wäre auf alle Fälle halt schon so eine Idee, wo man sich mal Gedanken drüber machen könnte. Alter, ich verstehe meinen Nachbarn nicht. Die mähen den Rasen. 17 Uhr ist normalerweise nicht mehr so warm und so, aber aktuell halt schon irgendwie, weil, keine Ahnung. Ich meine, praller Sonnenschein, 23 Grad. Also ich würde es nicht Rasen mähen wollen, vor allem, ich meine, die sagen hier kein Regen oder so an, die könnten auch um 19 Uhr mähen oder so. Aber nee, die müssen da jetzt schon mähen. Das finde ich interessant. So, mal kurz nachbuffen. Dachte mir gerade schon eine 7% Karte. Nein, leider nicht. Schade, 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 schade. Wäre jetzt natürlich cool gewesen. So, warte mal, irgendwas. Ah, die Buffs gehen aus, die Buffs gehen aus, die Buffs gehen aus. So, Allstats 10. Oh, wie lange ist die Buffs mittlerweile schon halten? Das ist voll krass. 1,29, not bad. Genau, also idealerweise hätte man halt irgendwie sowas wie einen Upcutstone oder so, oder halt irgendwie Power-Ups, aber ich traue mich halt nicht, wisst ihr, das ist das Problem, ich traue mich einfach nicht. Wenn es halt mit Gicken gehen wollen, dann könnte man halt irgendwie da besser gebrauchen als hier, weil, ich meine, ob man jetzt hier irgendwie 3 Hits für einen Mob braucht oder 5, ist jetzt halt... Es macht jetzt halt nicht so viel aus, vor allen Dingen, da wir halt eben das Ping-Problem haben. Und allein deswegen halt eh jetzt nicht so... Wir haben Upcuts bekommen. Alter. Ich rede über Upcuts und wir kriegen Upcuts. Wie geil ist das bitte? Einfach so. Einfach bam, Upcuts. Nice. Richtig, richtig nice. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt ausgeben will, also ob ich die jetzt benutzen will. Weil ich meine, wie gesagt, wir können die halt immer noch beim Gicken brauchen. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Also eigentlich will ich die halt nicht ausgeben. Das ist das Problem. Eigentlich ist das echt witzig. So. Ah, 2% kriegen wir noch immer pro Mob. Also die XP sind wirklich super, super, super. Die sind echt super. Und ich meine, Maximallevel 121 Hero ist natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit gemacht. Also das heißt, allein aus der Hinsicht natürlich ist es schon so, dass es recht interessant ist. Denn, naja, wir können halt einfach trotzdem relativ schnell aufs Maximallevel gehen und uns dann die Seele aus dem Leib farmen, was halt eben schon auch witzig ist. Also, vielleicht nicht, wenn es too much ist, aber allgemein würde ich sagen, ist es schon... recht interessant, da das Farmen in Flyford auch schon immer so ein bisschen ein Highlight ist. Und, ja. Genau, ich finde es halt nur ein bisschen schade, es war halt leider kaum Oris und Moonstroppen. Das ist halt wirklich ein... ich droppe Ori, what the fuck? Was passiert hier? Alter, letztens im Dragon Crusade Let's Play habe ich sogar schon predicted, dass ich 19 Int auf dem Pad haben will. Und wirklich 3 Awake später oder so kriege ich 19 End drauf. Das kannst du nicht ausdenken. Jetzt sagen wir, wir kriegen kaum Oris und Moons und wir droppen Sandstone. Oh wow, das ist halt so, oh, wir könnten LGA, jetzt sollen wir den LG-Bond mal droppen. Irgendwie so, wir kriegen ja nichts. Warum kriegen wir keinen LG-Bond? Also, finde ich halt irgendwie echt kacke und ich würde halt schon ganz gerne einen LG-Bond hier droppen. Und, Spoiler, ja, man kann in Astria LG-Waffen droppen. Kein Witz, kein Witz. Es ist vielleicht den meisten nicht geläufig, aber es gibt die Möglichkeit,
mit einer verschwindend kleinen Chance, ich glaube, die ist halt wirklich ungefähr so wie ein Sechs im Lotto, wortwörtlich so gering wie ein Sechs im Lotto, dass man hier auch rare Waffen droppen kann. Es ist, glaube ich, sogar so, ich überlege gerade, wo das war. Ich glaube, auch die normalen Monster... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also entweder war es die Gigs, die, glaube ich, sogar 7% Karten droppen können. Oder, also auch im Offi, also nach Offi-Code. Oder die kleinen Mobs, wie zum Beispiel die Carry-Bombs, also die eben dann auch ganz, ganz selten irgendwie was Krasses droppen können. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich will jetzt echt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, es waren die Bosse, also die Giants, die dann halt eben 7% Karten droppen können. Und... Also gibt es irgendwie so eine ultra, ultra kleine Chance darauf und die ist halt wirklich, die ist halt so verschwindend gering, das ist halt unfassbar. Aber ja, es gibt diese Chance auf alle Fälle. Und auch hier, wie gesagt, wir könnten, okay, wir sind bei 103 Mobs, hier geht's nicht. Mammuts könnten LG-Waffen droppen, theoretisch, wenn die halt eben das im Code nochmal drin haben. Aber ja, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich. Man kann in Asria zumindest, wenn es auf die Code ist, kann man rare Waffen droppen. Grüne Waffen. Geht wirklich. Wie gesagt, wisst ihr es ja wieder nicht. Aber ist eine coole Sache. So. 62%. Na, komm. Oh, der Ping. Ja, Mann, es ist... Ich hätte halt schon Bock auf die Herausforderung hier, weil ich sehe diesen Server als Herausforderung, absolut. Und ich will mich so einer Herausforderung eigentlich auch mal stellen. Die große Problematik dabei ist einfach, es ist halt momentan schon... Ja. Die Herausforderung besteht im... dem Ping zu trotzen. Und das ist halt irgendwie nicht die Art von Herausforderung, die ich mir halt irgendwie so vorgestellt habe. Oh, ein Regenbau. Ein Regenbogen. Ja, ein Regenbogen haben wir gerade getroppt. Der ist nicht nur hier oben am Himmel. Der ist auch hier in meinem Inventar. Alter, die Dad-Jokes werden immer schlechter. So, mal kurz die Partys checken. Let's go, let's go, let's go, let's go. Angriff. Kaylee, ich liebe dich. Nein, Link Attack is about to end. Nein, ich wurde Oh nee. Wahrscheinlich hat die es einfach nur aus Versehen aktiviert. Ach, come on. Nein, gib mir doch einen Link. Och Mann. Kaylee, ich liebe dich doch nicht. Gib mir doch einen Link. Ich will doch nicht mehr haben. Einfach nur Link. Komm, die 81 Punkte kannst du für mich raushauen für Link, oder? Ich will nicht mal 81 Punkte. Ich will nur so 20 ungefähr oder 10 vielleicht. Say, Kaylee, hey, can you set a party to contribution, please? Ich muss sagen, die sprechen alle Deutsch. Deutsch, ja. Sprechen alle Englisch. Don't have Red Scroll. Schade. Da habe ich drauf geachtet übrigens. Ich habe nur Link gesehen und dachte mir so, ja, rein da. Ja, gut, ich meine, die Folge jetzt eh nicht mehr so lang. Das heißt. Es ist okay. Tatsächlich, die Folge ist auch schon fast zum Ende. Was, ja.
vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig geil war. Aber naja, was soll's. Okay, 97%. Wir schaffen auf alle Fälle noch 101. Das ist schon mal positiv. Ja, wir haben aktuell super viel Pech. Also ich weiß ja nicht, wann ich am besten spielen soll. Das Problem ist, jederzeit ist irgendwie mal falsch. Spiele ich nachts, ist es zu spät. Spiele ich jetzt, ist es zu spät. Also 17 Uhr, das Problem ist halt, 17 Uhr ist bei denen... Warte, wir haben jetzt Freitag 17 Uhr. Das heißt, bei denen ist aktuell Freitag 23 Uhr. Shit. Aber wie früh soll ich denn noch spielen? Ich kann auch nicht morgens anfangen hier zu spielen. Damit ich hier die Primetime erwische. Oh, hier ist ein Stick. Habe ich den gerade getroppt und habe den liegen lassen? What? Ach ja, falls ihr noch mal zuschaut und vielleicht auch dann die anderen Videos von mir schaut. Es ist halt irgendwie echt interessant. Letztens habe ich noch über Vulkane geredet, vor 4 Tagen. Und gestern einfach, ja, an Tag Nummer 3, brechen in Italien 2 Vulkane zeitgleich aus. Etna und Stromboli. Ist echt krass. Ist wirklich, wirklich heftig. So, 21%. Ja, also so Leveln und so geht halt wirklich ganz gut vonstatten. Das ist schon ganz nett. Ja. Das ist ganz nett. So, 29%. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Level machen sollen. Ja, also das Problem ist halt so, die Motivation mit Link ist halt einfach um einiges höher. Das ist halt das, was ich einfach nur sagen kann. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich habe die ganze Zeit... Ey, noch... Oh, fuck. So eine Kacke. Hier stand sogar noch drin. Wo ist das mit Ringmaster? Hä? Auch weil ich die Caption nicht eingegeben habe. Och, Mann. Vom Regen in die Traufe, oder wie? Oh, es stand sogar in meinem OBS hier drin, Level Up. Aber, weil ich irgendwie... Ja, ich hatte vorhin einen Disconnect, glaube ich. Beziehungsweise mein Game ist gecrashed. Dann stand noch Level Up drin und der hat uns das nächstbeste Fenster genommen. Hey, wir haben Link. Wait, what? Wir haben Link? 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 OMG. Wie krass ist das denn? Jawohl. Nice. Weil die haben Link erhöht auf eine Minute? Das ist ja cool. Himmel. Hä? Klingt sehr deutsch irgendwie. Ja gut, okay. Wie dem auch sei. Oh, Waffen. Ey, jetzt auf einmal droppen wir Stuff. Jetzt geht's auf einmal rund. Die ganze Zeit nichts, aber jetzt. Jetzt droppen wir Sachen. Ich muss sagen, eigentlich, also je länger, dass ich spiele, desto mehr fahre ich irgendwie das Konzept so, wenn ich ehrlich bin. So, es klingt jetzt vielleicht irgendwie total künstliches, also gekünstelt oder so. Ich muss sagen, ich feiere dieses Konzept irgendwie gerade immer mehr. Weil die ganze Zeit auf allen anderen Servern bin ich immer überlegen, so, oh fuck, was mache ich jetzt? Und ich muss Dungeons machen und ich muss dies und ich muss das und alles Mögliche. Und hier denke ich mir gerade so, also ich kann mir halt wirklich, ich kann mich zurücklehnen. Ich kann mich darauf konzentrieren, wie und wo ich hier am besten dann später farm. Und ich brauche ansonsten nichts
mal kurz. Nichts dergleichen überlegen oder mir Gedanken drüber machen oder sonst irgendwas. Und das ist halt irgendwie schon auch cool. Wie viel Damage war es gerade? 7k, hm. Okay, das heißt, AOE ist hier später ein bisschen schwierig. Ja, okay, das ist schade. Ja gut, okay, ich meine, AOE selbst kann man mit dem anderen Skill dann. Sammeln wäre halt cool, wenn der Cooldown kürzer wäre. So eine Sekunde wäre halt okay. Dass man halt nicht den kleinen Skill immer spammen kann. Aber... ja, halt 3 Sekunden ist eigentlich schon wieder zu lang. Das ist das Problem. Na gut, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum wahrscheinlich nächsten Mal.